Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, das schaffe ich nicht. Willkommen zum großen Finale der Pokémon Schild Randomizer Nuzlocke. Wir kämpfen jetzt gegen Champ Deleon, den Unschlagbaren. Ich habe gar nicht so viel verändert, wie ich eigentlich dachte. Vor allem habe ich viel drüber nachgedacht, was ich mit Zombie mache. Soll ich da vielleicht noch Lichtschild und Reflektor drauf spielen? Macht man ja normalerweise. Und in so einem heftigen Kampf, wie er uns bevorsteht, macht das sicherlich auch Sinn. Aber ich habe mich jetzt für Donnerwelle entschieden. Das kann natürlich auch viele seiner Pokémon in der ersten Runde direkt paralysieren und nicht nur Zombie in die Karten spielen, sondern dem ganzen Team. Eisbohner wird beginnen mit der Offensivweste, damit sie ein bisschen mehr aushält auf spezieller Seite und hoffentlich können wir irgendwie zum Sweep ansetzen. Ansonsten natürlich noch Donno mit dem höchsten Spezialangriff, vor allem mit dem Lebenorb. Ariana wird als erstes geopfert, wenn es irgendwie brenzlig wird, da bin ich ehrlich zu euch. Sie hat bisher nicht so viel geleistet, kann aber vielleicht mit der Anziehung bei dem einen oder anderen Gegner was ähnliches bewirken wie Zombie mit der Paralyse. Und AC/DC wird sicherlich auch noch seine Momente in diesem Kampf finden. Hoffen wir auf das Beste, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist der Typ ähnlich stark wie Cynthia im normalen Spieldurchlauf und das wird sich hier mit Sicherheit in der Randomizer Challenge nicht ändern. Das Champ-Match, der entscheidende Kampf gegen den Champ beginnt gleich. Bist du bereit, Deleon herauszufordern? Ich muss. Dann zieh bitte deine Uniform an und begib dich zum Kampfplatz. Ich habe vor allem Angst vor seinen Leveln. Ich habe die Befürchtung, dass sein stärkstes Pokémon auf Level 80 ist. Oder zumindest in der Nähe. Und dann sind wir um die 10 Level drunter. Digga, das wird so geisteskrank. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, dass du vor 3 Tagen einiges geleistet hast, Sumina. Du hast Endinalus gefangen und die Zukunft der Galar-Region gesichert. Du hast an der Seite der legendären Pokémon Sakian und Samazenta gekämpft, während ich nur einen Espresso geschlürft habe. Das macht dich zu einer waschechten Heldin und einer wahrhaft würdigen Gegnerin. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Leider habe ich dir keinen Managementvertrag angedreht, sonst wäre ich jetzt auch im Alter finanziell abgesichert. Aber naja, ist auf jeden Fall eine Leistung für sich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, haushoch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könnens als Champ. Dann mal los, Domina. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galar-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galars für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. It's Champ Time! War ja zu erwarten, dass er voll auftritt. Champ Deleon fordert dich zum heftigsten Kampf der Galar-Region heraus und er setzt Riffex ein. Das ist ganz gut. 4-fach Schwäche, das wissen wir selber bestens. Ja, aber er wird schneller sein, also Schaden kriegt Eisbohnen auf jeden Fall. Das Publikum zu begeistern ist Teil meiner Rolle als Champ. Meine eigentlich auch. Ich meine nur, ne? Überschallknall, aua. Boah! So viel Damage, trotz der Offensivweste. Aber er ist down. Wir kriegen den Angriffsboost. Das war sehr effektiv, was anderes hätte ich natürlich nicht erwartet. 5 gegen 5. Wir haben unseren Nachteil etwas ausgebessert. Aber jetzt muss Eisbrunner regeln. Zur Not muss ich sie auch opfern. Hauptsache, sie teilt aus. Ach, come on. Mewtwo, dein Ernst? Nee, das schafft sie nicht. Wenn da eine Psychokinese kommt, ich glaube, ich sterbe trotz Offensivweste. Donno könnte killen, aber ich glaube, jetzt ist
die Zeit gekommen, die Donnerwelle in Szene zu setzen. Auch weil ich mir relativ sicher bin, dass Dorno ebenfalls zwei Runden bräuchte und ja, Psychokinese schallert, aber nicht auf Zombie. Zombie kann von Psychoattacken nicht getroffen werden. Level 74. Oh, entscheide ich! Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, genau. Genau, Shiny Mewtwo, was willst du mir hier erzählen, Mann? Aber er kann nicht angreifen. Yes, es hat sich direkt bezahlt gemacht, hier die Donnerwelle mit reinzunehmen. Okay, dann boosten wir uns jetzt. Klar, er greift speziell an, aber ich denke, ich brauche mehr Angriff. Um es zu bezwingen. Er hat leider noch eine Coverage-Attacke. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er lost ist und nur Psychokinese als Angriff hat. Leider nein, dann können wir nicht weiter boosten, sondern müssen angreifen. Aber der Tiefschlag macht gut Schaden. Und in der nächsten Runde sollte er nicht heilen, sind wir zumindest Mewtwo schon mal los, aber Zombie ist leider schwer verletzt. Ich hatte gehofft, wir könnten mit Zombie mehr austeilen. Ja, hätten wir den Volltreffer gleich bekommen. Weil jetzt ist er völlig egal gewesen. Aber schon mal gut, dass wir Mewtwo, ein wahres Banger-Pokémon, besiegt haben. Die Psychokinese hätte das halbe Team zerstört. Was jetzt? Nach Tara. Genaues Gegenteil. Sehr, sehr defensiv. Und da könnten wir tatsächlich nochmal drinbleiben, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten Donno. Aber ich möchte den, solange es geht, sparen. Wir brauchen ihn als Geheimwaffe für eine mögliche Kompletteskalation. Level 77! Der ist 11 Level über mir! What? Okay. Hier wird jetzt erstmal schön geheilt. Unlichtattacken werden resistet. Aber ich befürchte, der wird einige Troll-Moves haben. Ja. Austauschen geht schon mal nicht mehr. Ich glaube, er hat auch nicht mit der Heilung gerechnet, sondern mit einem Angriff. Aber das Ding ist so defensiv. Ich glaube, da müssen wir ebenfalls nochmal paaren. Was? Warum keine Wirkung? Hä? Was ist da denn los? Also an der Fähigkeit kann es nicht liegen. Und an dem Typen auch nicht. Es hat Synchro als Fähigkeit. Also wenn es paralysiert ist, dann werde ich auch paralysiert. Das war ja... Also es ist zwar ein bisschen eine Lost-Aktion dann. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht dran gedacht, deswegen ist es vielleicht sogar besser. Ich weiß nicht, warum das gerade nicht geklappt hat. Okay, bleiben wir ruhig. Ich bin ziemlich sicher, es hat keinen physischen Move. Es versucht hier wahrscheinlich nur, für die anderen Pokémon Support zu leisten mit dem Kreideschrei. Ja, Finsteraura hat man normalerweise auf Nachtara und das wird komplett resistet. Juckt mich überhaupt gar nicht. Damit sind wir es zumindest los, aber klärt mich auf, warum zum Teufel konnte ich die Donnerwelle nicht nutzen? Check ich nicht. Turtok. Okay. Hier wird jetzt gewechselt. Eigentlich nicht. Eigentlich will ich Dauno noch behalten. Wie gesagt, als Geheimwaffe. Wir müssen an der Stelle die Verantwortung auf Riffix übertragen. Aber auf welchem Level ist der? 76? 75. Okay. Okay. Klingt jetzt so, als wäre das in Ordnung. Ist immer noch 9 Level über mir. Aber ich denke, zweimal Overdrive und... Oh, Scheiße! Bitte, du musst ihn jetzt one-hitten! Komm schon!
Ich hab's befürchtet. Oh mein Gott! Delion weiß genau, was er da tut. Er will zum ultimativen Sweep ansetzen. Bitte Crit! Crit! Ah! Nein! Nein! Tot. Keine Chance. Okay. Wir brauchen jetzt einen schnellen Angreifer. Ariana hat, glaube ich, die höchste Init im Team. Ja, safe. Bitte sag mir, dass du ihn outspeedest und... Ach nein, er hat doch Initiative stark gesteigert. Egal, wir müssen trotzdem angreifen. Weil alle anderen sind... Alle anderen haben keine Chance! Scheiße! Er wird alle One-Hit... Er wird alle One-Hit zerstören. Letzte Chance. Zombie. Mit Prio. Bitte, es muss killen. Es muss killen. Ja, war vielleicht ein Fehler. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Nach dem ersten Kill bei Riffex. Zygarde, was? Das kann ich nicht paralysieren. Das ist Drache im Boden. Aber es hat vierfach schwächer Eis. Eisbrunner, du musst ran. Auch wenn du jetzt sterben solltest. Wobei, warte. Wie viele Pokémon hat er noch? Zwei? Dann ist es Zeit für Dynamax, Freunde. Oh mein Gott, es ist sogar in der Cell-Form. Aber ja, er hat noch zwei Pokémon. Level 77. Digga, ist das krank. Save Dynamax. 130er Deiner Frost könnte vielleicht reichen, aber ich kenne die Stats von dem Ding nicht. Aber das müsste die perfekte Form sein. Ja, ich befürchte... Das reicht nicht. Trotz allem. Aber ich habe ein weiteres Heil-Item. Nicht vergessen. Er hat ja Turtok geheilt. Komm bitte, vernichte es! Oh nein! So knapp! Oder reicht's mit Eis? Nee. Der Sturm reicht nicht, ne? Das kann nicht dein Ernst sein. Ist der blöd? Er geht schon wieder auf den Sandsturm? Das bringt ihm ja nicht mal was, weil durch meine Dynamax-Attacke wird das gleich wieder umgeswitcht. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir Glück und er hat keine richtige Bodenattacke. Es ist ja beim Randomizer immer so eine Sache. Es werden halt nur die Attacken ausgewählt, die auf dem aktuellen Level verfügbar sind, egal ob die jetzt gut oder schlecht sind. Keine Ahnung, seien wir einfach froh. Wir haben einen Angriffsboost! Yes, komm! Was ist sein letztes? Das hat doch Genesung, oder? Das kann ich doch niemals schaffen. Frage, ob ich jetzt sofort paralysieren soll oder nicht, aber ehrlich gesagt... Meine Champ-Time ist noch nicht vorbei! Das lasse ich nicht zu! Ehrlich gesagt, möchte ich jetzt erstmal irgendwie die Dynamax-Phase überstehen. Was schwer genug sein wird. Aber ich glaube, mit der Offensivweste und Full HP kann Eisbrunner einen Hit tanken. Alle anderen, befürchte ich, wären One-Hit-KO mit Läuterfeuer. Ich zeig dir jetzt, was mein Glurak-Ersatz drauf hat. Das kann einfach nicht wahr sein. Ho-Oh auf 78. Dieser
Er hat drei Legis im Team. Drei Legis. Willst du mich komplett hops nehmen? Aber Digga, dafür, dass wir so krass underleveled sind, lief das bisschen echt stark. Ich heiße die Chaptime noch weiter auf. Ich werde dich verbrennen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, das schaffe ich nicht. Das hängt davon ab, ob Eisbomb überlebt. Oh, okay, tatsächlich. Tatsächlich, wir müssen irgendwie die Dynamax-Phase überstehen und ihn dann paaren. Mit sehr effektiven Attacken kenne ich mich aus. Oh nein, stimmt ja. Jetzt wird die Attacke sogar noch verstärkt. Außerdem hat doch nur Feuerschwäche. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Eisbund, es tut mir leid, ich muss dich opfern. Wir müssen die Dynamax-Phase um jeden Preis irgendwie überstehen und dann muss ich ihn paaren. Das ist die letzte Chance. So ein Ende hat Eisbund nicht verdient. Aber es geht nicht anders. Das ist so unfair. Alter, ich bin so wütend. Das kann einfach nicht sein, dass er drei fucking Legis bekommt und ein scheiß Ho-Oh, was safe noch Genesung drauf hat. Und wenn du mir jetzt erzählen willst, dann kann ich auch nicht paralysieren. Dann breche ich die Scheiße hier ab. Okay. Bitte. Yes! Yes! Oh yes, baby! Aber ich habe auch keinen Prio-Move mehr. Was mache ich jetzt? Wenn ich noch Tiefschlag hätte, aber wegen dem scheiß Mewtwo habe ich es nicht mehr. Erzwinger. Komm, kannst du wenigstens den Spank senken? Bitte. 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 Ja! Weiter so! LOL! Was passiert hier? Ich überlebe irgendwie! Junge, er one-shottet mich, obwohl er zweimal minus Spezialangriff hat. Okay, Sonne war noch da, aber jetzt ist sie weg. Donner, du bist die letzte Chance. Bitte überlebe einen Hit. Bitte. Oder kill ihn, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Es war ein Crit! Oh mein Gott! Wer sonst? Wer sonst außer Donno? Ja, ja. Oh Gott! Das war unreal! Wir hatten eigentlich keine Chance! Das war vorbei! Wir haben ihn verarscht. Was ein Scam. Oh Gott. Das war's mit meiner Champ-Time. Was ein lächerlicher Kampf. Aber danke für den besten Kampf meines Lebens. Trotz allem. Same, Digga. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Zweimal Para-Hex. Zweimal Spezialangriff weg. LOL. Meine Stimme ist tot. Ich kann nicht fassen, was hier passiert ist. Mein Glückwunsch, Domina. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört dir der Titel. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer und dafür sollst du gefeiert werden. Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommenden Zeiten verbessern. Domina, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. Also zumindest das, was noch lebt. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Galar, ihr alle seid gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Domina ist euer neuer Champ.
Wer so stark ist wie sie, kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. Lasst uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft sie uns führen wird. Du, jetzt brauche ich erstmal einen Krankenhausaufenthalt. Dieser Kampf war völlig unreal. Oh my goodness. Wir waren so gottlos underleveled, Alter. Und ich dachte, das Champ-Battle in Pokémon Strahlender Diamant gegen Cynthia war krass. Aber das hier war ja wirklich next level. Ich finde, man hat auch sehr gut die Vorzüge meines Regelwerks gesehen mit den gefährlicheren Pokémon. Ich meine, wann hast du schon 2-3 Legis in einem Battle? Das war hier gerade gegen Ende ja schon fast Standard. Die höheren Level, die bessere KI, natürlich nicht in allen Fällen. Es ist immer noch ein Randomizer. Da werden halt die Attacken genommen, die das Pokémon auf dem Level hat. Also so die letzten 4 meistens. Nur bei den Step-Moves wird auch mal eine Ausnahme gemacht. Und natürlich kann es da vorkommen, dass ein krasses Pokémon gedroppt wird, aber es hat nur Schmutzattacken. Das ist aber bei den normalen Regeln genauso. Das kannst du auch nicht beeinflussen. Und ich bin der Ansicht, mit den normalen Regeln wäre das nicht so cool geworden. Und wir hätten auch dieses Champ-Battle so in der Form niemals gewinnen können. Ja, viele haben auch die Regeln nicht ganz gecheckt, was teilweise meine Schuld ist. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Was ich halt schade fand, ist, dass einige auch versucht haben, gerade am Anfang und in der Mitte, das Projekt künstlich schlecht zu reden. Aber gut, andererseits, das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Die Pokémon-Community ist halt, wie sie ist, ne? It is what it is, sagt man ja. Und das ist leider bei anderen Kanälen auch Alltag. Aber es wurde auf jeden Fall nicht geschafft. Dieses Projekt war durchweg sehr erfolgreich. Das haben wir so in der Form auch selten erlebt. Und ich hatte massig Spaß mit einem schlechten Spiel. Was gerade schade ist, weil man sieht, wie viel Potenzial in Pokémon Schwert und Schild steckt, wenn man es einfach mal ordentlich ausarbeitet. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch sagen, dass ich ebenfalls einige Dinge versäumt habe und einfach ja, schlecht gemacht habe. Zum Beispiel habe ich es nicht hingekriegt, meine Regeln von Anfang an klar zu kommunizieren. Die waren auch teilweise, ich glaube, erst ab Part 6 in allen Details in der Videobeschreibung. Das kann es halt nicht sein. Es muss von Anfang an alles klar sein. Ich muss von Anfang an alles klar erklären. Lag halt vor allem auch daran, dass es ein bisschen überstürzt gestartet wurde, das LP, weil der Urlaub bevorstand und ich musste noch das produzieren. Ich wusste auch, okay, wenn ich das jetzt erst nach dem Urlaub mache, dann werde ich das niemals rechtzeitig schaffen bis Mario & Rabbids. Und bis dahin sollte das natürlich beendet sein. Das war in meiner Planung leider mies. Mies war ebenfalls der Skill lange, lange Zeit. Es ist zwar normal, dass ich viel im Pokémon vergesse immer. Oder generell mittlerweile leider auch. Ich denke, das ist stressbedingt seit 2-3 Jahren. Ich habe jetzt aber auch dieses Jahr angefangen, da ein bisschen gegenzuwirken. Und es wird schon ein bisschen besser. Aber natürlich merke auch ich, dass ich da nicht ganz auf der Höhe bin. Und auch einer meiner größten Fehler war einfach nicht klar zu sagen, dass wir gar keine Backup-Box haben. Weil natürlich kann ich verstehen, dass Missverständnisse entstehen, wenn wir das in früheren Nuzlocks so gehabt haben. Aber in dieser halt nicht. Ich habe das, keine Ahnung, erst auf, was war das, Route 5 oder so? Klar gesagt, es stand zwar schon länger in der Videobeschreibung tatsächlich, aber ja, du musst es halt den Leuten einfach sagen. Sonst wundern sich natürlich alle, hey, warum fängt er dieses Pokémon nicht? Er kann es doch als Backup behalten. Nein, kann ich nicht. Ich habe halt nur diese 6 Pokémon. Auch die Sache mit dem Platzhalter. Ne, Parfi zum Beispiel hat man ja ewig als Bauernopfer. Da dachten halt auch alle, ja, das Team ist doch jetzt vollständig. Warum läuft er nicht in den Random-Encounter rein? Ja, also das war ein bisschen chaotisch. Schlecht gemacht von mir. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich denke, es wäre ganz gut, wenn wir einfach alle unsere Lehren aus den Fehlern ziehen und uns an dem Schönen erfreuen, weil es war echt ein geiles Projekt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe einfach diese herumlaufenden Pokémon und die Naturzone. Das ist so geil. Ich verstehe nicht, warum das nicht längst Standard in den Pokémon-Spielen ist. Aber gut. Natürlich kommen wieder klassische Challenges irgendwann. Ich denke mal, Alola-Region wird von mir als nächstes angesteuert. Mit den klassischen Nuzlocke-Regeln. Kein Problem. Und bis dahin, ja, könnt ihr euch ja zum Beispiel den Sephiron angucken. Der macht das nämlich sehr stabil. Und auch bei uns geht's natürlich in Kürze weiter mit der 9. Pokémon-Generation. Pokémon Purpur und Karmesin am 18. November. Ich freue mich schon drauf, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Also irgendwie ja, irgendwie nein. Naja, Pokémon-Spiel halt, ne?